Oh nein, das ist ein Alphabet-Tatort. Das sieht nach Foulspiel aus, mit einem großen F. Wie auch immer, diese Buchstaben brauchen unsere Hilfe. Ab zum ABC-Krankenhaus. Beginnen wir mit A. Mal sehen, vergrößerter Bauch, Fruchtwasser. Und ja, kleine Buchstaben in dir. Sieht aus, als würde A Mama werden. Okay, das könnte leicht zwicken. Herzlichen Glückwunsch. Oh, es sind Zwillinge. Nein, Drillinge. Herzlichen Glückwunsch. Oh, machen wir dich sauber. Und so entstehen Kleinbuchstaben. Oh oh, sieht aus, als hätte C Karies. Na gut, dass du Zahnmedizin als Nebenfach studiert hast. Jetzt brauchen wir nur ein paar Ersatzzähne. Es ist immer gut, sich in seine Arbeit hineinzuversetzen. Wow, C hat ein paar tolle Eckzähne. Oh, armes R. Ich glaube zumindest, dass das R ist. Reparieren wir dein Auge. Deine Retina ist kaputt. Viel besser. Nun zu dem Bein. Mit diesem Rohr wird es wieder in Position gebracht. Und ein medizinischer Wanderschuh für den letzten Schliff. Armes P, du bist praktisch in Stücke gerissen. Keine Sorge, wir packen dich wieder zusammen. Und weil du so ein angenehmer Patient bist, hast du dir einen Aufkleber verdient. Pizza, das ultimative P-Wort. Jetzt wollen wir diesem Fiesling mal endlich das Handwerk legen. F, du musst dich den Fakten stellen. Aber vielleicht können wir dich ja fixieren. Ist das heiß. Danke, Schwester. Das ist also der Grund, warum du dich so aufführst. Ein Bonbonherz für besondere Freundlichkeit. Jetzt sind endlich alle wieder Freunde. Zuerst verpassen wir F hier eine dringend benötigte Pflege. Und befreien unsere essbaren Freunde hier aus der frostigen Situation. Die sehen nicht gut aus. Das nenne ich einen Bananensplit. Aber keine Sorge, wir lassen keine Banane zurück. Ah, viel besser. Obwohl das Brot noch etwas blau aussieht. Keine Sorge, jeder gute Arzt kennt sein ABC. Das Schreiben ist eine andere Geschichte. Schauen wir mal rein. Nicht vergessen, keine Dinge essen, die keine Lebensmittel sind. Wenigstens ist Kuchen essbar. Und Happy Birthday! Hier, das sollte dich aufmuntern. Und so macht man aus einem B ein P. Wie? Warte, warum? Oh, warum? Außerdem, wer und was? Nun, ich bin sicher, dass wir dir helfen können. Vorsichtig um die Augen. Alle vier von ihnen. Sieht gut aus. Nähen wir dich zusammen. Viel besser. Was würden wir ohne wehtun? Wehtun? Das gibt dem Liebesbrief eine ganz neue Bedeutung. Armes P, das war proaktiv primitiv. Schau, eine Beautybox. Das sollte dir von der Pissnelke zur Prinzessin verhelfen.
Aber nicht mit leerem Magen. Ist das Fudge? Was auch immer es war, es ist nicht gut für deinen Teint. Komm schon, P, wir müssen den Pickel entfernen. Alter, und schau dir all diese Pusteln an. Wir brauchen Hightech-Hilfe, wie diesen Pickelsauger. Sauge dir den ganzen Eiter ab, ohne dir die Hände schmutzig zu machen. Schokolade ist auch nicht so gut für die Zähne, auch wenn sie lecker ist. Oh, nicht weinen. Du brauchst nur eine gute Bürste. Eine elektrische. Zahnpasta nicht vergessen. Ich kann die Minze schon schmecken. Hey, du brauchst es nicht bewegen. Es macht die Arbeit für dich. Wir sind fast fertig. Und voilà. Was für ein Lächeln. Geht's dir gut? Sieht aus, als hättest du dir den Hintern verletzt. Nächstes Mal federn wir den Sturz mit einem kleinen Kissen ab. Zieh einfach dieses Push-Up-Höschen an. Unter deine Hose. Du bist nicht Superman. Jetzt schüttle, was deine Mama dir nicht gegeben hat. Und zeig den anderen Buchstaben, wer die Königin ist. Ups. Siehst du, ich habe doch gesagt, dass es abfedern würde. Wenn du nicht gerade einen Kerzenladen eröffnen willst, solltest du das ganze Wachs loswerden. Hier ist genau das Richtige. Ein Ohrenschmalzentferner. Und du hast viel Arbeit vor dir. Ich frag mich, wo das noch helfen könnte. Gute Idee. Eine freie Nase erleichtert das Atmen. Als nächstes ist es wichtig, dass du deinen Mund in Form hältst. Ich meine, zwischen Essen, Reden und Küssen hat dein Mund viel zu tun. Apropos Essen, du hast dir eine kleine Belohnung verdient. Ein Eis. Und jetzt spül alles runter. Irgendwie. Und es gibt immer Platz für Chips. Immer. Oh, das nenne ich mal gepresste Lippen. Keine Sorge, sie müssen nur ein bisschen aufgepumpt werden. Und genau das kann unsere kleine Vakuumpumpe am besten. Viel besser. Daisy Duck ist nichts gegen dich. Abgesehen davon, wozu hat man schon Lippen? Ohne sie hin und wieder zu dekorieren. Und diese Tupfer sind die perfekten Pinsel. Brich ein Ende ab und lass die Farbe einziehen. Und mach deine Lippen zur perfekten Leinwand. Wenn Elle da ist, gibt es immer viel Liebe. Und viel lausige, lange Locken unter deinen Armen. Natürlich steht das L auch für leckere, leckbare Lollis. Und wenn es so klebrig ist, kann es sich um die überschüssigen Haare kümmern. Und wir haben zwei Achselhöhlen und zwei Lollis. Aber du hättest auch einfach die andere Seite nehmen können. Und jetzt noch ein paar Ringe an den Fingern. Vielleicht sollten wir zuerst die Hände aufhübschen. Beginnen wir mit der abgestorbenen Haut. Das sieht nach einem Job für Wachs aus. Nimm frisches Wachs und koche es in diesem Wachsbad auf.
Es lohnt sich doch immer, Kerzen in großen Mengen zu kaufen. Weiche die Hände ein und lass das Wachs trocknen. Zieh es ab und deine Haut sollte sich darunter wie neu anfühlen. Und jetzt, wo deine Hand so schön ist, kannst du auch einen Ring tragen. Zeit für einen Blick in den Spiegel. Oh nein, was für Augenringe. Entweder brauchst du ein langes Nickerchen. Oder wir könnten diese Eisform ausprobieren. Schneide etwas Aloe Vera ab. Und gib etwas Wasser hinein. Bei der nächsten Form versuchen wir es mit Glitzer. Nicht vergessen, zu jedem Eis gehört ein Stiel. Sobald es gefroren ist, kannst du die gefrorene Aloe Vera unter den Augen auftragen. Wow, dein Gesicht ist wie ein unbeschriebenes Blatt. Also kommen wir jetzt zu dem mit Glitzer. Aber wir sind erst halb fertig. Jetzt kommt die obere Hälfte deiner Augen dran. Wir brauchen etwas Pink, das zu deinen Haaren passt. Vielleicht sollten wir es mit Schablonen versuchen? Oder noch besser, eine Form mit Klebeband. Gib deinen Augen einfach ein paar Ecken. Und trag das Make-up dick auf. Zieh das Klebeband ab und du siehst super aus. Und deine Augen passen zu deinem Glitzer. Kämmen wir nun das Haar. Oh oh. Schon in Ordnung. Wir brauchen die Bürste sowieso nicht. Wir haben genau das richtige Tool für diese Aufgabe. Häng einfach die Haare ein und lass sie durchlaufen. Jetzt ist es an der Zeit, mit dem Drehen zu beginnen. Viel Spaß mit deiner neuen Frisur. Dein Makeover ist fast fertig. Kümmern wir uns nur um dieses Overall. Wie wäre es mit einem komplett neuen Outfit? Und ein paar neuen Accessoires? Es ist an der Zeit, der Welt dein neues Ich zu zeigen. Beginnend mit den anderen Buchstaben. L sieht aus, als spüre er die Liebe. Sorry, Kumpel, du hast es vermasselt, aber dein Freund J scheint nett zu sein. Ah, P und J, wie füreinander gemacht. Buchstabenstark. Bis zum nächsten Mal. Hey, F und N, seid nett zueinander. Und vorsichtig. Oh nein. Oh oh. Armes O. Ich würde nicht lachen, wenn ich du wäre. O scheint nur einflussreiche Freunde zu haben. Hey, das ist eine Schule. Fs sind für Quizze, nicht für Spinde. Mir scheint, dieser Spind ist innen viel größer. Wow, und da sind auch einige bekannte Gesichter. Mach schon, wenn du kein D bist. Fühlst du dich heute ein bisschen knusprig? Na, wenn das nicht die kleine Miss P wie populär ist. Schon bald wird sich J im Flachland wie zu Hause fühlen. Jetzt wird V zum U und auch K erwartet was Besonderes. Das hat Spaß gemacht. Jetzt wird's Zeit drauf zu hauen. Wow, wer hätte gedacht, dass Aliens so dehnbar sind? Warum zerstampfen wir ihn nicht einfach wie einen Mochi?
Jetzt haben wir neuen Schleim zum Spielen. Keine Bange, wir können den wieder aufblasen. Hey F, hast du ein paar Chips übrig? Dieses kleine Zahnarztspielzeug von C kann das Essen für dich vorkauen. Oder aber es will selbst einen Snack. Scheint, als wären seine Augen größer als sein Mund. Oh, du hast da was zwischen den Zähnen. Schon besser. Jetzt noch etwas Mundspülung. Und jetzt wird geschrubbt. Braves C. Du hast dir eine Belohnung verdient. Du kannst die essen. Oder wir probieren deine neue Mühle aus. Irgendetwas sagt mir, dass das keine Orange war. Was können wir noch zermahlen? Eine Socke? Warum nicht? Orange und Blau passen toll zusammen, stimmt's? Hey, C! Na dann, man sieht sich. Welche Farben willst du noch? Was auch immer es war, jetzt sind es Spaghetti. Wenn du mit dem Löffel fertig bist, nimm einen Whiteboard-Marker. Male deinen Lieblingsbuchstaben drauf und dann ab ins Wasser damit. Bald sieht's aus wie eine Buchstabensuppe. Temporäre Tattoos waren noch nie so einfach. Oh, guck, da ist B. Perfektes Timing, um mit unserem neuen Spielzeug zu spielen. Schätze, er kann seinen Akupunkturtermin absagen. Außerdem wird's Zeit für eine Massage. Gesundheit. Da bewahrst du also deinen Schleim auf. Ich habe eine Idee. Lass uns ein paar Pop-It-Buttons drauf machen. Ordne sie alle in einer Reihe an. Nimm das Pop-It als Orientierungshilfe. Jetzt drück sie einfach in den Schleim. Aber die müssen nicht ewig so angeordnet bleiben. F scheint gerade etwas Gips anzurühren. Wir haben noch ein Pop-It-Spielzeug. T, geht's dir gut? Du siehst etwas blass aus. Oh, jetzt wird mit einem leisen Knirschen gepoppt. Aber das scheint mir eine einmalige Angelegenheit zu sein. Gut, dass es so viele Buttons gibt. Guck mal, da liegen Eier. Was da wohl drin ist? Hey, das ist gar kein Ei. Das hat mehr Schichten als eine Zwiebel. Shrek wäre stolz. Oh, jetzt ist alles klar. Wie eine Glaskugel, aber nicht mehr lange. Wow, das ist ja magisch. Irgendwie mystisch und kaputt. Was war da überhaupt drin? Es ist wieder B. Oh, sind die nicht süß? F, ist bei dir da drin alles okay? Es ist A. Haben die anderen Vokale dich abserviert? Ich wusste schon immer, dass Y wankelmütig ist. Ich würde ja fragen, was los ist, aber wir haben alle gesehen, wo er war. Keine Bange, A. Wir machen dich schon wieder sauber. Wir fangen mit deinen Zähnen an. Und dann der Rest. Dafür brauchen wir aber eine andere Bürste. Ja, die geht tief in die Poren. Oder was auch immer Buchstaben haben. Vielleicht hätten wir lieber Baby-Shampoo nehmen sollen. Gut, dass Baby Yoda da ist, um zu helfen. Beenden wir das mit einer heißen Gesichtsmaske. Vielleicht ein paar neue Wimpern. Und natürlich bist du erst komplett mit einem Diadem. Yeah, ich glaube nicht, dass das deine Farbe ist.
Hast du dir gerade Wolle aus der Nase gezogen? Dann kannst du dich damit auch gleich vergnügen. Was für eine Näherin. Du hast den Buchstaben K gemacht. Irgendetwas fehlt noch. Geben wir ihm ein Gesicht, wenn wir schon mal dabei sind. Sie werden so schnell groß und fliegen auch ziemlich schnell. Was ist da drin? Eine Backkartoffel? Was zum? Naja, jetzt haben wir Folie, mit der wir spielen können. Schätze, die LMNOP-Bande wird nicht böse sein. Sie lieben ein gutes Makeover, aber eigentlich im Sailor Moon-Stil. Scheint so, als hätte er ein paar Muckis bekommen. Dabei war er nicht mal im Fitnessstudio. Jetzt zum Gesicht. Zwei Augen, ein Mund und noch ein paar Zahnimplantate, wenn wir schon mal dabei sind. Denk auch an die Spitzenhauer. Okay, vielleicht hegt F einen kleinen Groll. Guck, Zehen mit total scharfen Krallen. Für den letzten Kick, Teufelshörner. Sieht aus wie ein Minotaurus, oder? Mit diesem kleinen Ball macht das Spielen Spaß, solange du nicht aus Sand bist. Keine Bange, wir können einen neuen machen. Liegt das an mir oder sieht das tatsächlich wie Eiscreme aus? Das beste Parfait ist das, das man zerdrücken kann. E und F scheinen irgendwie zusammenzugehören, stimmt's? Ja, und E kann manchmal ein ganz schöner Hitzkopf sein. Okay, das ist mal eine andere Art, eine Kerze auszublasen. Vorsichtig, du willst doch nicht zu viel Wachs auf dem Kuchen haben. Hier kommt das X mit einem Überraschungsangriff. Aber wir haben auch eine Überraschung. Unser Mini-Shredder. Natürlich kann man mit dem spielen. Wow, X ist jetzt ein süßes Puzzle. Schätze, es sind genug Teile für zwei da. Oh, so macht man also Kleinbuchstaben. Willst du noch eine Runde drehen? Es gibt keine Warteschlange. Wow, jetzt gibt's vier. Vermehrt sich wie ein Bakterium. Wir könnten noch mehr machen. Oder wir zerschneiden sie einfach. Marshmallows? Gute Idee, wir können S'mores machen. Oh, sieh an, es ist P. Aber S'mores ohne Schokolade geht einfach nicht. Jetzt brauchen wir nur noch etwas Hitze. Schon besser. Schön klebrig. P ist so süß. Ja, sieht gut genug aus, um es zu essen. Sie hatte schon immer einen guten Geschmack. QR ist thematisch geiles Zeug. Bis zum nächsten Mal.